So, an alle Spieler im Trend, weiter geht's hier mit 7-Core im Riesensteingebirge. Neuer Tag, neues Glück, der Schilling ist zurück. Alle Quests habe ich angenommen. Ich muss die Ägel jagen, die Amat streifen und ich muss diese Lieferungen sammeln. Hier liegt eine herum. Zwischenzeitlich, ja, ich muss mir die Zeiteinheiten wieder abholen. Und die Gilde, ich weiß nicht, was zum Henker da abgeht. Öffnen. Oh, das kann ich parallel öffnen, das ist ja mal cool. Hey, was war da drin? 13 mal Bier. Na gut, das ist, ja, für 4 Zeiteinheiten gar nicht so schlecht. Zeiteinheiten zählen die Erfahrungspunkte für die Gilde. Und wir haben 461, also noch 19, dann können wir ausbauen. Ich hoffe, dann kann man mehr Leute einladen in die Gilde. Und hier, was geht ab hier? Die liefern Game sich da Master, ein Kopf an Kopf Rennen. Nach persönlichen Informationen oder nach deinem Passwort. Aborg und Profiling hier Level 36 schon. Da sind einige sehr gut mit dabei. Ich habe schon einige Level 50er zu dem Zeitpunkt jetzt schon gesehen. Jo, da wird echt knallhart gelevelt. So, dass ich auch ein bisschen aufhole. Ich habe mir ja G-Potato geholt, werde ich jetzt noch schnell hier erstmal... Trank der Quest-Erfahrung hole ich mir. Jetzt kaufen. Und Trank der normalen Erfahrung, dass jetzt hier ein bisschen die Erfahrungspunkte auch vorangehen. So, die gekauften Sachen sind hier. Ins Inventar damit. Ja, los, hau rein da. 50% schneller leveln, also... Einmal, zweimal, Mana-Trank, Dingens-Trank auch. Jetzt habe ich hier volle Buffs. Ich wollte ja die Hyäne auch noch hochleveln. Und jetzt geht's aber so richtig los. Ägel. Das ist auf jeden Fall, so. Auf jeden Fall ein feiner Gegner. Die sehen richtig cool aus. Die kann man auch, ich weiß nicht, wo man die findet. Jedenfalls gibt es im Auktionshaus auch so Ägels. Die kann man auch im Shop kaufen. Von irgendwo muss man die bekommen und auf denen kann man nicht fliegen, aber zumindest reiten und die sehen, wie gesagt, also ich finde die extrem cool irgendwie. Auf so einem Teil schon am Anfang zu reiten, ich finde auch die Hyäne cool, deswegen level ich die jetzt erstmal hoch. So, da ist das Warnpaket, wer steht da hinten? Ein naiver Abenteurer? Und da hat die Diamantstreife gar nichts dagegen, wenn der hier so alleine herumsteht? Hallo, hallo Fremder, oh, hallo Fremde. Oder Mann oder Frau, nein Mann. Was geht mit dir? Jage Felsschildkröten, um eine Tasche zu holen und Ägels, um einen Geldbeutel zu holen. Okay, Schildkröten und Ägels. Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge, weil genau hier bin ich. Und rock hier ordentlich durch. Meine Wildheit ist schon wieder... Ach, die Geldtasche habe ich schon erhalten nach einem Mal. Und die Schildkröte schmeißt hier mit Steinen. Was geht da ab? Und den Beutel auch. Also das war keine allzu harte Quest. Naiver Abenteurer. Das ging ja eher flott. Profiling, Level Up, Level 37. Hammermäßig, wie schnell leveln denn die Leute hier? Das war's schon mit der Quest? Das war alles? Mehr gibst du mir nicht mehr. Oh, du bist ganz gemein. Level 4, die Hyäne. Also, schauen wir mal. Pet. Hier, 0% Erfahrung. Wie viel bekommt der pro Gegner? 25% auf dem Level. Also, das sind ja 4 Gegner, ein Level Up. Es geht ja echt hammerhart schnell. 411 Erfahrungen geben die jetzt auch, weil ich diesen Trank genommen habe. Ansonsten, oh, die nur 330. Ja, das ist wirklich dann vom Levelunterschied sehr entscheidend, ob die dann rot geschrieben sind, die Namen von den Gegnern, oder ob die hier so orangelich sind. Ja, also die Wildheit ist, wie gesagt, wieder aufgefüllt, aber ich habe keinen Plan, wo soll ich die einsetzen. Ich habe zwar mal so probiert, irgendwie... mit meinem Krieger so testweise, um das Spiel ein bisschen kennenzulernen und die ganzen Fähigkeiten einfach aufs Reittier draufsetzen, dann einige Agro-Gegner zusammenholen, dann vom Reittier runter und dann alle besiegen. Aber irgendwie, in der Theorie hat mein Plan irgendwie besser ausgesehen als dann in der Praxis, aber ich kann es jetzt dann nochmal probieren, weil beim Mehrfachschuss hier mit der Wildheit kann ich mich nicht bewegen. Das ist irgendwie so blöd, dass man sich da nicht bewegen kann. Ich glaube, der Krieger... kann sich sogar bewegen bei seiner Fähigkeit. Der macht so einen Wirbelwind. Und der Magier hat überhaupt... Der kann sich auch nicht wirklich bewegen. Der setzt so ein... Ja, beschwört hier so einen Begleiter. So auf die Art heißt. Das sieht irgendwie sehr heftig aus. Paket brauche ich auch noch. Wie viele? Brauche ich die noch? Doch, brauche ich noch. So. Yo. Also, wie mache ich das? Ich glaube, ich mache das jetzt. Setz mich auf meinen Rhino. Nein, was ist mein höchstes Reittier? Mein Kerbtier setze ich mich drauf. Und reite hier jetzt erstmal, obwohl das ist eigentlich gar nicht so ideal, weil die Streife kann ja schießen.
Ja, naja, schauen wir mal. Ich pull die jetzt mal alle zusammen. Los, los, los. Ich hoffe, die laufen da nicht schon wieder weg. Komm, Streife, du auch. Du darfst auch. Läuft der erste schon wieder weg? Ich hoffe nicht. Egel, komm mit. Leute, ich habe was für euch. Wow, wow, wow. Hi-ha, na, na, na. Ja. Das ist, weil die Gegner schießen können. Ich hab's gewusst. Klar, dass ich jetzt sterbe. Oh mein Gott. Aber es hätte so funktioniert. Wenn die nicht schießen hätten können, hätten mich die alle nicht getroffen am Pferd, beim Laufen. Am Pferd. Ich sage immer Pferd, ich weiß nicht. Pferd, das ist so typisch. MMORPG, ich sage immer Pferd. Aber hier gibt es ja noch tausend andere Sachen. Na, dann hebe ich mir die Mehrfachwelle wirklich noch auf, bis Antworten ich dann zu einer Fragen anderen Stelle komme. Antworten auf dem Hilfeportal unter de.cs.gpotato.eu/helpdesk. So. Oh, alles erledigt? Nein, nur die Amat-Streifen fehlen mir noch, und zwar einige davon. Ja, schade, das hätte es jetzt sein können mit der Mehrfachwelle, wenn ich alle zusammengepult hätte. Aber so leicht funktioniert das dann nicht. Wenn da jeder einmal herschießt, 200 Schaden gleich, bin ich eigentlich tot. Hier haben wir noch die Streife. Was liegt da herum? Ah, das sind Fallen. Handwerk brauche ich jetzt erstmal nicht. Da habe ich genug vorgesorgt in meinem Lager. Da habe ich echt einiges schon. 16 Gold habe ich. Ja, die nächste Inventarerweiterung, wie ich ja herausgefunden habe, kostet 100 Gold. Also es fängt an, die erste Inventarerweiterung ist kostenlos, dann 1 Gold, dann 10 Gold und dann 100. Ich hoffe, das wird dann mehr mit dem Gold, was man hier bekommt. Was ich manchmal so im Auktionshaus sehe. Apropos, da muss ich dann noch meine Post abholen. Was ich so im Auktionshaus sehe, das sind Reittiere teils für 50 Gold drin, dann die höheren. Auch Flugreittiere und so. Keine Ahnung, woher die Leute das Gold nehmen. Oder ob das eher nur so Traumpreise sind, die dann wahrscheinlich sowieso nicht irgendwie bezahlt werden können und die dann keiner kauft. Naja, wie auch immer. Kann ich jetzt schon auf der Hyäne reiten? Stufe zu niedrig. Nein, das ist Level 6. Was soll das? So, schauen wir mal in die Post. Da habe ich nämlich einerseits, ja, durch das Level-Up schon wieder so einen Stein erhalten und löschen. Und ich habe mir mit meinem anderen Charakter was im Auktionshaus gekauft, nämlich eine Level-30er-Waffe erhalten und löschen. Das heißt, sofern ich dann im Level steige, habe ich dann gleich was. Oh, zwei Quests hier. Die Lieferung habe ich gesammelt. Okay. Und Geheimnis bewahren habe ich natürlich auch. Das habt ihr gut gemacht. Ja, danke. Hier hast du einen Keks. So, töte Amat Plünderer, hole die Waren zurück und melde dich dann. Rettungsarbeiter, was hast du? Störer töten. Die Egel sind also die Störer, naja. So, das war's. Aber wo? Moment mal, wo ist eigentlich diese tägliche Quest? Was muss ich denn da machen für die? Sammle Extrakt. Ah, die ist weiter weg. Naja, gut. Hole ich mal die Waren. Blöd, dass mein Vieh hier noch nicht schnell laufen kann. Wieso nur? Wieso? Kannst du denn gar nichts? Von welchen Gegnern? Von den Streifen? Hat er gesagt, von den Streifen? Moment, jetzt habe ich ihm nicht zugehört. Von den Plünderern. So sieht's aus. Ja, hole ich schnell meine Schildkröte. Juhu, hallo Schildi. Wütender Egel. Ist es ein Boss? Nein, wütender Egel, ganz normal. Plünderer, Plünderer. Da haben wir sie doch schon. Gut, wieder die Hyäne. Aber zum Glück geht es ja schnell mit dem Reittier wechseln. Keine Zauberzeit. Ich meine, der Magier hat zwar Angriffe, die haben eine Zauberzeit, was ich gesehen habe. Ich habe momentan noch keinen Spell irgendwie, keinen Skill, der eine Zauberzeit benötigt. Und das finde ich echt cool. Aber auch die ganzen Reittiere und so, das hat alles keine Zauberzeit. Das Einzige, was eine Zauberzeit hat, ist eigentlich die Jade der Rückkehr. Also der Spell. So, einmal habe ich jetzt die Waren... Nein, zweimal schon. Okay, das droppt also recht oft. Wie heißt der? Amat Plünderer hat die Waren gestohlen. Ist das ein Zeichen, dass er der Richtige für mich ist? Hast du sie? Nein, du hast sie nicht. Oh, hier sind ziemlich viele Agro. Aber ich glaube, hier, die könnte ich alle zusammenpulen und dann mit meiner Mehrfachwelle. Weil die adden sicher nicht. Also die können nicht aus der Ferne schießen. Oder die Plünderer auch. Sowieso. Weil ich hasse es eigentlich, wenn das voll ist und blinkt, weil in der Zwischenzeit könnte ich das ja schon längst wieder auffüllen. Ah, wo sind wir hier? Das sind anscheinend seltenere Gegner, die Plünderer. Ah, da oben ist ihr Lager. Bei den Egel verstecken sie sich. Hätte ich mir ja denken können. Aber keiner reitet auf denen. Manchmal gibt es so Gebiete. Das sind einerseits diese humanoiden Mobs und dann zum Beispiel die Raptoren. Und ab und zu steigen die dann wirklich, das sieht man dann live, wird man Zeuge, wie die dann einfach da draufsteigen. Aha, das ist die Streife. Oh, was haben wir hier? Neuer Rettungsarbeiter. Vielleicht sollte ich auch mal
M drücken und die Karte anschauen. Was hier so für Rufzeichen. Nein! Nein, der greift meine Hühner an. Lass die Arme. Das ist doch Level 7. Das kannst du doch nicht machen. Boah. Und einmal rotzt er hin und ist fast tot. Du armer Kater. Wo soll man seine Pets am besten hochleveln? Wahrscheinlich in schwächeren Gebieten. Jage wütende Eagles. Sammle das Andenken der Mannschaft und bring sie zurück. Ja, von denen hätten wir ja hier wirklich genug. Das wäre hier kein Problem. Oder ich suche den Boss auf. Was? Das war's schon? Da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Das Andenken der Mannschaft direkt gefunden. Verschiedene Dinge, die der Mannschaft gehörten. Um eine Gilde für den Krieg, um die Vorherrschaft anzumelden, muss der Gildenleiter mit dem Konsul des jeweiligen Gebietes sprechen. Jawohl, so sieht's aus im Schneckenhaus. Die Waren muss ich noch sammeln und mit dem sterbenden Crewmitglied sprechen. Oh mein Gott, wir haben einen Sterbefall hier in der Nähe. Das darf natürlich nicht passieren. Schillingine, wir müssen das verhindern. Stufe 8. Na, wenigstens etwas. So, hier muss der sein. Tut mir leid, Hyäne. Ich muss die Schildkröte wiederholen. Die wird ja auch schon immer größer. Welchen Level ist die jetzt? 28. Ja, die ist schon vollkommen ausgewachsen. Die gute hier. Oh nein, halte durch. Sterbender. Ich werde dich wiederbeleben. Hoffentlich nicht mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Au, au. Ja, der hat sehr viel zu sagen. Helft mir. Bitte. Bin verletzt. Könnt ihr helfen? Mit neuem Rettungsarbeiter reden. Oh, schnell. Rettungsarbeiter, hast du vielleicht irgendwas zum Verarzten von diesem armen Mann hier? Der liegt hier so ganz alleine. Ich verstehe das nicht. Wieso kann dieser Rettungsarbeiter nicht einfach darüber gehen? Ich meine, der sagt mir ja sogar, wo der ist. Der kann ja doch einfach, ja, gehen nur. Hauptsächlich, ja, entspann nur hier. Kannst ruhig gähnen, wenn du müde bist. Leg dich kurz hin. Verwende den Erste-Hilfe-Kasten beim sterbenden Crewmitglied. Das wäre aber cool, wenn da jetzt ein Timer wäre, wenn das so eine Zeitquest wäre. Dass der jetzt noch, keine Ahnung, 20 Sekunden zu leben hat. Ansonsten stirbt er dann und niemand kann mehr diese Quest erledigen. So, hier ist es. Dann belebe ich dich mal. Los, Junge, steh auf, du hast meine Medizin bekommen. Anscheinend hat sie ihm nicht sehr geschmeckt. Dunkelkrebs, wo sind diese? Weil diese tägliche Quest sollte ich auf jeden Fall jeden Tag machen. Oh, verschüttete Milch, da muss ich ja noch ganz zum Anfang auch noch zurück. Naja, erstmal hier das abschließen, eins nach dem anderen. Was, Edelstein? Wieso gibt es hier so schlechte Edelsteine bei einer Quest? Die braucht hier wirklich keiner. So, jetzt kann ich es machen. Sammle Hyänenknochen, wird mir angezeigt als nächstes. 300 Meter, also doch hier irgendwo in der Nähe. Hyänen, wo sind die? Oh, oh. Ich sehe hier einen tiefen Abgrund. Oh mein Gott! Komme ich da irgendwie runter? Oh oh. Ja doch, kommt man. Ah, wahrscheinlich hier die Hyänen. Darf ich da jetzt überhaupt mit meiner Hyäne kämpfen? Das wäre doch unfair, oder? Ich hole sie mal wieder raus. Ich will die jetzt, wie gesagt, hochleveln. Von denen, also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich tippe einfach mal drauf. Von denen droppt entweder dieses Hyänenpad oder es gibt hier irgendeinen Hyänenboss. Den ich noch nicht kenne. Ich kenne ja bis jetzt nur diese Schildkröte und Dunkelfeuer da. Alles in der vorigen Zone. Aber jetzt in den hohen Zonen kenne ich mich bossmäßig noch nicht so gut aus. Muss ich dann wahrscheinlich mal nachforschen, was es hier so gibt. Hyänenknochen, jawohl. Von hier bekomme ich die. Aber irgendwo muss es dann auch noch Krabben geben. Und was ist das für ein Kraut? Ist das dann schon das Höhere? Wow, die sind hier Level 30. Und da merkt man auch schon, dass hier sehr oft Miss steht. Das heißt nicht, dass ich die Wahl zu irgendeiner Miss Germany oder Austria's Next Topmodel oder keine Ahnung was gewonnen habe, sondern daneben geschossen. Und das spürt man schon. Wenn man da ein paar Mal daneben trifft, dann überleben die Gegner schon recht lange. Aber klar, der Gegner ist ein Level höher noch als ich. Der muss ja hier ein wenig was aushalten, sonst hätte er das keinen Sinn. Und noch dazu, ich habe... So, ist der jetzt Level 10? Nein, noch immer nicht. Meine Güte, am Anfang ging es so schnell. Und jetzt braucht ihr so lange... Ah, hier ist also die Hyänenschlucht. Erinnert mich irgendwie an König der Löwen hier.
Ah, da haben wir auch die Krabben. Die dunkle Krabbe. Ich mach mal hier jetzt Krabbenburgers euch. Lecker die Schmecker. Oh ja, so sieht's aus. Was hast du für eine Seifenblase um dich herum? Wieso bleibst du jetzt hier stehen? Extrakt der dunklen Krabbe. Hier geht's also weiter. Oh mein Gott, das sieht hier ganz schön gespenstisch aus.